So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry Primal. Wir nähern uns einer wichtigen Story-Mission, wie mir scheint. Beim Schaman, Tensei, stiehlt den Isila die Maske von Krati. Wir haben ja schon in einer der Visionen gesehen, dass das wohl wirklich der Game-Changer ist, dieses, ja, Gottes-Totem zu besitzen. Ich bin ein bisschen gespannt. Ihr seht, wir müssen auch ein bisschen dahin reisen. Das wird heute die ganze Folge wahrscheinlich einnehmen. Bevor wir das aber tun, müssen wir uns ein wenig um unsere Ausrüstung scheren. Denn erstmal sollten wir gucken, ob wir irgendwelche Upgrades haben. Upgrade 1 von 5. Können wir alles herstellen, aber nicht upgraden. Müssen wir da wahrscheinlich ins Dorf? Wir haben auch Fähigkeitenpunkte, die sollten wir uns mal angucken. Hocksprinter. Bewege dich in der Hocke schneller. Ah, okay, ist okay. Teilweise geleerte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Yay, da bin ich dabei. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Tierfett und plus 2 Tierhaut ist auch smart. Du durchsuchst Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Ja, machen wir nicht so oft, bringt es jetzt nicht. Erhöhe deine Chance beim Sammeln seltener Holzstücke, Steine, Schilf zu finden. Das ist natürlich auch cool, alles was so Looten vereinfacht. Reite mehr Bestien. Ja, ist okay. Reiten ist, könnte ein Thema werden. Auch gerade, um sich hier ein bisschen schneller mal vorzubewegen. Du kannst Pflanzen mit dem Jägerblick sehen. Ja, das finde ich jetzt nicht so smart. Du erleidest weniger Schaden, wenn du aus großer Höhe fällst. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Stelle 2 Pfeile. Das ist stark. Entweder das hätte ich jetzt gesagt oder tatsächlich... nee, das hier. Wir werden jetzt viel Combat haben. Das ist 10-mal besser. Ich muss nochmal gucken. Können wir hier... Wo haben wir denn hier Holz? Hartholz. Wir brauchen ganz viel Hartholz. Warum ist das alles im Lager? Wir brauchen das alles in der Beutetasche. So. Denn wir brauchen Pfeile. Und zwar, ja, das ist der richtige. Ich mache erstmal voll. Und dann lade ich nochmal Hartholz nach. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Gut. Ich fände es schön, wenn es so einen Knopf gäbe, mit dem man das einfach mal kurz voll machen kann. Ich eigentlich gerne sehr durchholzt. Aber so ist es gerade. Gut. Sind ja eigentlich auch diese ganzen Tierhäute und so. Was haben wir denn hier alles? Seltenes Weißhirsch. Ja, haben wir. Oh, guck mal, hier sind so Rotelchhaut. Haben wir denn von diesem Mammuthaut, wie hieß er, der Höhlenbär war das, Höhlenbärenfell, ja haben wir. Okay, das hat's gespeichert, das wollte ich wissen. Das wäre blöd, wenn es nicht gespeichert hätte. Okay, dann seht ihr, wir müssen hier neues Terrain betreten. Auf dem Zwischenweg finden wir einen Außenposten, der sehr schwer sein soll. Okay, ich will nochmal gucken, können wir irgendwas upgraden, Taschen... Können es herstellen? Oh, das meint wohl Upgrade. Bogen. Upgraden? Ja, nein. Langen Bogen. Bogen upgraden. Das Ding upgraden. Das Ding nochmal upgraden. Das Ding upgraden. Das Ding nochmal upgraden. Das Ding upgraden. Das Ding nochmal upgraden. Ich glaube, mehr können wir nicht machen. Das ist gut so. Das ist gut so. Ja, die hätten wir noch. Aber Blut von Oros haben wir auch gar nicht so viel. Oh, der Speer sieht schon mal stark aus. Wie sieht der Bogen aus? Oh, ey, wie cool sieht denn das aus? Ich glaube, jetzt sind wir besser. Kann das sein? Jetzt haben wir ein bisschen mehr hier mitzureden. Oh. Oh. Komm, wir challengen den mal. Ja, perfekt. Mal gucken, wie schnell der down geht. 3... Oh, der haut ab. Also das heißt, der Nächste würde ihn dann umhauen wahrscheinlich. Oder dreht er nur um? Ja, ich sehe ihn. Boah, Sau! Na, es haut ihn nicht so schnell um. Ah, das ist aber auch ein tödliches Gebiet hier.
Okay, tatsächlich 4 oder 5 jetzt. Bin mir nicht sicher, ob der eine gerade reinging. Aber dann hat man den. Der Bogen ist gut. Vielleicht kriegen wir jetzt auch damit die... Ich meine, er ist ja auch maxed jetzt. Also viel mehr geht ja nicht mehr. Den langen Bogen, glaube ich, kann man gar nicht mehr upgraden. Viel mehr geht ja auch nicht mehr. Deswegen bin ich mal gespannt. Oh, was kann man hier machen? Kann man hier fliegen? So wie unser Freund, der Denker, Urki. Hieß der so? Ja, er war auch verrückt. Ich gebe es zu. Und was haben wir hier? Diese Nashörner. Alter. Hier ist auch wieder so eine Art Stonehenge für Anfänger. Und hier bekriegen sich wieder zwei Stämme. Ich verstehe es immer noch nicht, warum die Menschen sich immer so feindselig gegenüberstehen. Nur weil man sagt, wir sind die Gruppe und ihr seid die andere Gruppe und wir finden euch jetzt blöd. Ich habe das noch nie verstanden, Freunde. Erklärt's mir. Erklärt's mir gerne in den Kommentaren. Ja, aber das würde mich tatsächlich auch mal so interessieren, wie diese Stämme damals so wirklich, haben die echt Kriege geführt? Also so, ihr wisst, was ich meine, oder? So richtige Konflikte, militärisch, sag ich jetzt mal. Kann man sich natürlich überlegen, ob man das militärisch nennen möchte. Und hier haben wir auch wieder ein ganz neues Tier. Er scheint auch so ein 3. Ja. Okay. Bisschen Holz einsammeln. Boah. Das ist auch irgend so ein Nashor. Oh, der hält viel aus. Oh, Junge, hat das einen Schlag getan. Aua. Hoffen wir mal, dass er umfällt. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Seltenes. Okay. Wir haben hier seltene Tiere. Und wir sollten sehr viel Hartholz mitnehmen. Wir haben jetzt leider nicht das Upgrade gemacht. Seltenes Südahorn, mit dem wir mehr Haut pro Tier bekommen. Lass mich bitte im Ruhe. Vielleicht, aber vielleicht brauche ich dich. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ja, die sind natürlich auch tanky. 4, 5. Aua. Hoffen. Oh. Heilen, 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 heilen. 6, 7. Oh, der hält gut aus. So, was bist du für ein Walnashorn? Walnashorn. Walnashorn. So. Pronunciation must be right. vergiss das. Sind Ausreißer. So. Oh. Cool, cool, cool. Generell, der Bass ist cool. Wie viele können wir hier von mitnehmen? What the fuck? 50 für den? Ja gut, wir haben die Beutetasche oder den Köcher. Den haben wir halt auch maxed. Wir haben jetzt ziemlich viel maxed. Das ist cool. Faulsee Außenposten. Lass mich raten. Das hat was mit den Udam zu tun. Mal gucken wir mal, wen haben wir hier? 2, da waren Gefangenen. Oh, wir sind auch nur so Ochsen. Aber wir sind One-Shot. Die nicht? Egal. Nein. Ah, Mist. Oh, der haut gut rein, der Bogen. Also damit können wir auf jeden Fall immer mal was angreifen. Das soll ja auch schwer sein, oder sehr schwer sogar. Das ist so ein Boss. Auch kein Problem für uns. Ich glaube, einer sitzt uns im Nacken. Oh, wir müssen heilen, 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 heilen. Ah, ne. Ich habe mich... Oh, wie viele? Die sind mit... Yo, wahrscheinlich, du kleiner Knilch hier. Haust mir so einen rein. Warum hältst du so viel aus? Oh, die sind halt auch alle One-Shot. Muss man halt auch mal sagen. Das sind zwar viele, aber ich glaube, ich krieg das hin. Mit relativ wenig Aufwand. Ah, die halten viel aus. Boah, jawohl. Junge, mit diesem Köcher einfach mal 50. Warum haltet ihr so viel aus?
So, du noch. Zack, wow. Mit dem Bogen läuft's. Ey, das ist geil. Da war ich ja echt ein bisschen under level die letzten Folgen. Ja, man muss immer mal mit diesen Ubisoft-Spielen, wenn es nicht läuft, einfach reinleveln. Dann geht's ganz schnell. Den Außenposten hätte ich nie mit dem Equipment der letzten Folge eingenommen. Oh, Junge, wie viele auch hier sind. Oh, das ist immer ganz bodenlos. Junge. Vor allem, das sind auch diese... Das ist dieser krasse Stamm. Das sind ja die E-Sealer oder was? Ich glaube schon mit diesen blauen Akzenten. Also relativ... Also von Akzenten kann man ja nicht sprechen. Das ist ja relativ only blue. Aber gut. Ja. Gibt Schlimmeres. Lasst uns zu diesem Lagerfeuer hier gehen. Oder Großfackel, wie man es auch nennen möchte. Ich bin mal gespannt, was die Story hier bringt. Das letzte Mal, als wir mit den Isila bzw. mit ihrer mit der Anführerin der Isila zu tun hatten, haben die uns ja ziemlich gut einen reingedrückt. Und warum war das ein Feuerpfeil? Warum brennen die hier teilweise? Ich hatte den eigentlich nicht entzündet. Oder ist das auch ein Feature? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal sind wir echt in eine Falle gelaufen bei den Isila. Da wollte die Alt uns absolut abfackeln. Ich sehe Halluzinationen. Ich habe gerade gedacht, da läuft ein Säbelzahntiger auf mich zu. Und hier sind auch wieder diese krassen Elche. Mal gucken. Eins, der hat ja letztens getankt wie ein Weltmeister. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay. Der hat auf jeden Fall auch mehr getankt mit dem, da haben wir aber auch mit dem Groß- oder Langbogen geschossen. Weiß nicht, den können wir, glaube ich, nicht upgraden. Oder wir haben zumindest noch nicht die richtigen Zutaten zum Upgraden. Ich nehme immer mal was mit. Und da unten sehe ich einen ganz seltenen Hirsch, den sollten wir mitnehmen. Ah, blöder Wolf. Bist du selten? Hier ist sehr viel sehr selten, habe ich so das Gefühl. Und dieser Hirsch sollte... Der ist auch mittlerweile keine Herausforderung mehr. Das sieht nach einem extrem seltenen Hirsch aus. Den sollten wir mitnehmen. Wie gesagt. Ist er noch hier? Ja, er läuft uns sogar ein bisschen... Ja, der zieht halt durch. Na, okay. Na, ein bisschen näher ran. Na, der hat leider nicht gehittet. Lagerfeuer. Na gut. Kann man auch gebrauchen. Ach nee. Zwei. Zack. Wir müssen ganz kurz was machen. Oh, kann man den dodgen? Ja. Zwei, drei. Aua. Instant tot. Aua. Absolut tot. Ja, absolut tot. Perfekt. Junge, was ist eine Kampfmaschine? What the fuck? Haben wir nochmal die Chance? Ich meine, die Spawns sind ja relativ fair immer in dem Spiel, aber ich glaube, jetzt haben wir ihn nicht mehr. Aber ich sehe ihn zumindest jetzt nicht. Es war so ein Albino-Hirsch, glaube ich. Sehr interessant. Aber natürlich, die seltenen Tiere, die wollen auch erstmal gejagt werden. Okay. Ja, der hat uns leider einen Arsch versohlt. Aber ich hoffe, wir haben den Rest gespeichert, weil da haben wir auch ein paar seltene Sachen. Gucken wir mal. Ein weiterer Schnellreisepunkt erwartet uns und dementsprechend wahrscheinlich auch Feinde. Oh nein. Ach man. Lasst mich doch in Ruhe. So automatisches Looten wäre natürlich auch ein cooles Ding, aber ich weiß nicht, ob die das aus Realismusgründen mit drin haben. Warum greift euch der Höhlenlöwe nicht an? Der muss weg. Als ob ihr einen Löwen habt. Warum greift der Löwe euch nicht an? Oh, er greift euch an. Fuck. Alter, der tankt aber auch gut hier.
Boah, als ob. Nice. Was? Als ob. Warum ist hier alles so tödlich? Junge, der scheiß Penner hat einen Höhlenlöwen überlebt. Bam. So. Kann man eigentlich den Speer auch anzünden? Ja, kann man. Cool. Sehr cool. Sonnentochter Leuchtfeuer. Ja, wir kommen natürlich jetzt wahrscheinlich der Hauptbase der Isila näher. Und da geht es natürlich viel um Feuer und um die Sonne. Ja, irgendwie sowas. Die haben das ja immer sehr schön illustriert in diesen Schamanen-Missionen. Da hat man ja so ein bisschen mitbekommen. Die Udam sind eher so ein Volk der Kälte, der Berge. Ja, und die Isila halt des Tals, der Sonne, des Feuers. Boah, guckt euch mal das Ding an. Das ist die normale Keule. Boah. Ja, die Upgrades kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen. Gut, Freunde, wir sind nicht mehr weit entfernt. Hatten wir echt einen Schnellreisepunkt? Nein, oder? Hätten wir uns das ja irgendwie sparen können. Hab ich den nicht gesehen? Naja gut, wir haben ja wenigstens auch Loot mit auf dem Weg gehabt. Von daher. Und was von der Welt gesehen, hier sind wieder Äffchen. Und so weit im Süden waren wir bisher wirklich noch nicht. Wir haben ja auch diese eine Boss-Mission. Oder Unterboss-Mission, ouch. Absolut Fallschaden. Ich höre Mammuts. Ich dachte, die sind hier in dem Gebiet nicht so sehr vertreten. Vielleicht ist es auch was anderes Tödliches. Hier gibt es ja genug. Also gefühlt alles. Gibt ein paar Tiere, die lassen dich in Ruhe. Nö, ist ein Mammut. Sind zwei. Ist ein Höhlenlöwe noch dabei. Aua, ich rutsche hier ab. Die Musik, die ich hier höre, ist auch nicht so. Nein. Einmal. Autsch. Alter. Ah. Alter. Stirb, Kartoffel. Vor allem dieser Typ gerade, der hat einfach mal so einen Höhlenlöwen so weggedodged. Der hat einfach mal mit so einem Keulenhieb gute Nacht gesagt. Und mir haut er absolut einen rein. Naja, so ist es halt. Also, was ist hier überhaupt die Mission? Stiel. Oh, okay. Warte mal, sehr schwer? Ah, schwer. Haben wir genug Pfeile? Naja. Die Maske von Krati. Es wird ernst, Freunde. Schauen wir uns erstmal um. Oh, und wir müssen in diese Höhle. Gut. Drücke mal den falschen Knopf. Ich höre hier etwas schnaufen. Ich möchte gar nicht so genau wissen, was ich da höre. Und ich habe nicht so ganz verstanden. Das ist die heilige Höhle und die ist unbewacht? Oder wissen die selbst nicht davon? Ich habe Fragen. Wir tauchen hier mal kurz auf. Nur aus Sauerstoffgründen. Okay. Ah, nein, wir sind wieder an diesem Punkt. Oder war das hier? Als die Alte uns abfackeln wollte? Oder ist das was anderes? Könnte auch was anderes sein. Ah, ich glaube, es ist was anderes. Ja, nee, wir waren ja hier noch nicht im Süden. Ist ja klar, dass das was anderes ist. Okay, da oben ist sie. Wir haben 1, 2. Oh. Ist aufgefallen. Fuck. Sch-
Scheiße. Ah, wie komme ich da hoch? Ich brauche den High Ground. Ah, jetzt bin ich ganz unten. Okay. Egal. Fuck! Die sind krass, die Typen. Auf dich will ich. Danke. Auf dich habe ich keinen Bock. Okay. Erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Wo ist hier jemand? Da sind welche über mir. Okay, hier komme ich schon mal hoch. Was hält denn die aus? Ah. Boah. Fuck. Was? Auf. Verrückte Sau. Alter, dieser Speer. Ah. Es hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Oh. Oh. Selbst diese kleine Keule haut echt gut rein. So, wer will noch? Die sind wieder über mir alle. Okay. Oh, die dodgt einfach. Ah, jetzt habe ich dich endlich mal gesehen. Nervtötend. Zack, One-Shot. So, dann lasst uns mal hier zu diesem Grapple-Point, aber erst nochmal heilen. So. Hä, wo sehen die mich denn von? Oder ist hier noch einer? Ah, die sind wieder unten. Schön, dass ich es auch mal geschafft habe. Oh ja, meiner macht absolut den Slide. Boah, Dodge. Gameplay des Grauens. So, komme ich hier mal hoch? Nice. Habe ich mal gesch... Oh nee, der will mir den Weg abschneiden. Die Sau. Ich habe auch einen Speer. Und er ist maxed. Boah. Guck mal, er rennt weg. Autsch. Ich glaube, wir haben's, meine Herren. Es wird blutig in diesem Spiel. Alter, sind hier viele X auf der Minimap. Das waren jetzt über 20 Gegner. Scheiße. Quarkrati.
Was sind hier die Mission? Entkomme aus der Grabkammer von Karate. Haben wir sie denn jetzt dabei? Nee. Warum nehmen wir sie nicht mit? Hey. Ruhe, Ruhe, Ruhe ins Spiel bringen. Es bringt jetzt nichts. Ah, perfekt. Ach gut, er hat nichts gemerkt. Ja. Als ob. Boah. Was hält der schon wieder aus? Ja, moin, der ist One-Shot. Zack. Einfach durch. Aber haben wir sie jetzt dabei? Wir haben sie doch gar nicht mitgenommen. Wir haben sie nur berührt. Wir werden sie doch jetzt easy stealen können. Alter, diese Keulenochsen, die nerven. Ey, man muss ja einfach nur durchsprinten, nenn ich das Kind beim Namen. Zack. Zack. Ah. Hey. Mann. Warum braucht die Mistkeule so lang? Warum habe ich nur einen Speer? Wer hat sich den Müll ausgedacht? Ist dich. Das waren ein paar clean Headshots. So, hier haben wir so einen Grandmaster. Den müssen wir weghauen, der ist zu strong. Hey! Alter! Das ist ja jetzt ein Witz hier. So. Warum haben wir sie nicht mitgenommen? Haben wir sie dabei? Erklären die uns jetzt den Krieg, weil wir das Ding angefasst haben? Na gut, wundern wird's mich nicht. Aber schon verwunderlich. Okay. Boah, stell ich mir vor, der hat auch noch gehittet. Ja, das ist wieder so ein bisschen wie diese Ul-Mission. Da muss man sich auch erstmal so durch 200 Kilometer Höhle noch durchbattlen. Egal. Einfach weiter. Okay. Oh, hier ist eine Ziege. Wenn wir Zeit haben, nehme ich die noch mit. Ah, fuck. Egal. Komm, das sieht nach Ausgang aus. Langsam aber sicher. Oh, oh fuck, wie komme ich da dran? Ah, shit. Ey, soll ich hier runterspringen? Nein, nein, nein. Wie soll ich da rüberkommen? Oh, nein. Irgendwie hat's funktioniert. No risk, no fun, würde ich mal behaupten. Scheiße. Nein, 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 nein. Was? Ich hab Full Life. Ach, nein. Ach, die Mission ist blöde. Ach, wer hat sich den Müll ausgedacht? Wir hatten da doch jetzt gar kein Problem, die abzusahen, die... Scheiße da. Oh nee, 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 nee. Du bist nicht cool, Bro. Hör doch auf! Hey. Die haben den Much echt so programmiert, dass wenn du durchläufst, immer einen auf den Arsch kriegst. Okay. Hier kann man die Leiter benutzen. Die habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Ah. So. Oh.
Egal. Einfach drauf. Ja, ist nicht meine Lieblingsmission, immer so aus diesen Höhlengängen durch unendliche Gegner zu preschen. Kommt man hier eigentlich auch weiter? Oder vielleicht wäre auch das der Weg gewesen. Hätte ich mir das wahrscheinlich mit dem Kletterhaken ein bisschen sparen können. Ja, ich glaube sogar ja. Aber jetzt sind wir doch raus. Och nee. Warum pissen die alles voll? Es ist widerlich. Okay, Isila Heimat. Damit scheinen wir die zweite Hauptbossin zu haben. Wir können ja anscheinend auch Ul die ganze Zeit angreifen. Und hier noch diese zwei Unterbosse. Mehr gibt's aktuell nicht zu tun. Wir scheinen uns dem Ende des Spiels zu nähern, glaube ich. Oder zumindest einem gewissen Storypunkt. Sehr interessant. Ich würde sagen, sollte jetzt hier von Nebenmissionen nichts mehr groß dazukommen, sollten wir wirklich diese beiden Unterbosse machen. Das wäre einmal Darva und hier steht kein Name, aber Feuerkreischer Bollwerk. Und dann widmen wir uns den beiden. Wir sind ja ganz gut equipped. Notfalls können wir auch noch ein bisschen hier diese kleineren Missionen machen. Aber ich halte die eigentlich eher so für Filler-Content. Müssen wir nicht unbedingt machen. Vielleicht noch ein paar Schnellreisepunkte freischalten. Aber das Wesentliche haben wir eigentlich bisher auf der Map. Super. Dann bedanke ich mich. Genau. Erst bereiten wir uns vor, dann schlagen wir zu. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Liken, kommentieren nicht vergessen. Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.